Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velvet Assassin. Und seien es noch so kleine Abschnitte, sie erfordern schon eine ganze Menge Taktik, um hier unentdeckt zu bleiben. Vor allem auch dann, wenn man halt die anderen Soldaten, sagen wir mal, um ihr Leben bringen möchte, besser gesagt. So, jetzt muss man sich natürlich erstmal einen Überblick verschaffen. Was ist hier vorhanden und was nicht? Der Soldat, der sollte uns hier nicht sehen, weil er einfach nicht herumstolziert. Okay. Und im letzten Part, ja, in diesem einen Raum habe ich ewig gehangen. Aber auch nur, um halt mir eine Taktik zu erarbeiten, wie es dann endlich klappen könnte. So, der geht hier mal schön weg. Ach, da ist ja noch jemand. Schön. Schön, das zu wissen. Ach so, und der läuft ja immer im Wechsel hin und her, oder was? Okay. Gut. Wenn dem so ist, dann können wir das gerne machen. Habe ich damit kein Problem. Dann können wir uns hier schon mal in den Schatten stellen. Ja, wunderbar. Dann warte ich nämlich, bis er die eine Runde gegangen ist. Seine Stippvisite oder sowas. Ja, komm. Du kannst dich jetzt wieder umdrehen. Ja, du hast lang genug hier geguckt. Dann können wir dich nämlich erstmal zur Strecke bringen und dann mal ganz schnell deinen Körper hier wegnehmen. Indem wir diesen aufnehmen. Hier schnell reinbringen. Da war was? War ich da was blitzen? Okay, Gesundheit ist zum Glück voll. Ja, der Kollege, der ist nur ganz kurz austreten. Der ist nur mal ganz kurz weg. Der muss da mal eine Notdurft verrichten, sage ich mal. Achso, dann kann ich hier klettern? Dann bin ich da im Dunkeln oder was oder wie? Oder muss ich das schnell machen? Das kann ja auch sein. Das kann ja gut möglich sein. Ich weiß noch nicht, ob er mich dann sieht, aber das ist ja dann egal. Ja, wie gesagt, dein Kollege hier, der ist nicht da, ne? So, jetzt gucken wir mal. Der könnte uns hier, denke ich mal, sehen. So, jetzt hier runter. Dann meucheln wir mal den auf ganz schnelle Art und Weise. Nehmen hier das Sammlerstück entgegen. So, warten hier. Okay, hier runter. Mein Gott. So. Komm, du gehst jetzt zu ihm? Ja! Ja, 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 ja. Hat funktioniert. Das hat bestens funktioniert. So, in der Hoffnung, dass hier keiner weiter herumgeistert, gucke ich erstmal hier. Warum kann ich Morphium nicht aufwerten? Weil ich gerade keins habe oder wie oder was? Ich weiß es halt nicht. Das ist jetzt halt die berechtigte Frage. So, und den schleppen wir mal lieber auch irgendwo anders hin. Hier im Schatten, da dürfte er sich wohlfühlen. Naja, obwohl, wirklich im Schatten liegt er auch nicht. Und Musik, du könntest damit aufhören. So. Den schleppen wir aber trotzdem auch mal hier hinter. In der Hoffnung, dass es dann so gut erhalten bleibt. Ja, genau, dass er gut erhalten bleibt. Nein. Eigentlich eher besser nicht. War ja nicht gerade jemand? Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen veralbert vom Spiel. Also man sollte hier eigentlich auch nicht so rumlaufen, wie ich es gerade tue. Weil das natürlich nicht gerade förderlich ist. So. Und da haben wir einen Soldaten. Hier könnte aber noch irgendwo ein zweiter sein. Ich weiß es halt nicht. Bleibt der da? Ich bin mir echt nicht sicher. Und die Frage ist, wo sind andere Soldaten?
Hier hinten ist schon mal niemand, nehme ich an. Da komme ich aber auch gerade nicht hin. So wie ich das gerade sehe. Ach nee, der ist auch gerade weg. Wo ist denn der hin? Wo ist der gerade hin? Das ist jetzt die nächste Frage. Das ist eine sehr gute nächste Frage, die sich mir stellt. Da ich nämlich ihn gerade nicht im Blick habe. So, erstmal hier rein. Okay, da ist noch ein zweiter Kumpane. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und wenn das ein zweiter Kumpane ist, muss man natürlich doppelt aufpassen. Ja, was für eine Logik, ist aber so. Ah, warte mal. Der eine ist dort, der andere... Der hofft eigentlich gerade nicht... Doch. Da hinten steht auch noch jemand, der guckt aber gerade... Wo guckt der hin? Der andere, der guckt gerade... zu uns. Also deswegen sollten wir hier nicht lang. Das ist schon mal Fakt. So, wenn der... Nee. Wenn ich jetzt mich bewege, sieht der mich, denke ich. Auch wenn es jetzt nur ein kleiner Abschnitt darüber ist, aber das werde ich nicht riskieren. Er guckt gerade in diese Richtung. So. Das ist gerade sehr rasant, riskant, was ich hier mache. Rasant wahrscheinlich auch. Aber riskant umso mehr. Riskant umso mehr auf jeden Fall. Und dann warten wir mal hier im Gras, lieber noch im Schatten. So. Der eine, der läuft ja hier auch regelmäßig Patrouille. Das ist natürlich auch so eine Sache für sich. Also du guckst hier gerade hin. Und drehst dich jetzt weg. Okay, du hast dich weggedreht, aber der andere, der ist ja noch da. So, und der andere, der kommt genau in diesem Augenblick, wo ich ihn nicht brauche. Was natürlich sehr unschön ist. Und dann, hey, Clipping. Warum denn auch nicht? So, der dreht sich weg. Der guckt jetzt nach hinten. Aber dann sieht er... Nee, der kommt jetzt wieder hier hin. Gibt es da keinen besseren Zeitpunkt irgendwie? Gibt es den einfach nicht? Ich muss ihm folgen. Ich glaube, dass ich ihm folgen muss und mich dann irgendwo verstecken muss, um da durchzukommen. Ich glaube, so und nicht anders muss das sein. Also, ja, ich konzentriere mich hier gerade wirklich ziemlich stark. Das ist echt krass. So, der dreht sich weg. Also muss es ja jetzt nur so gehen. Ich kann es mir jetzt nicht anders erklären und da haben wir... Gebüsch. Gebüsch, worin wir uns verstecken können. Okay. Okay, okay. Hier, das ist unser Gebüsch. So, schrittweise vorgehen. Der geht jetzt nach da hinten. Und dort habe ich auch Schatten in der Theorie. Das habe ich auch in der Praxis. Wie lange... Der dreht sich nämlich nicht lange weg. Das muss man auch berücksichtigen. Der dreht sich nicht lange weg... Ich bewege mich jetzt nur ein bisschen weiter. Der dreht sich weg. Und der geht jetzt erst hier hin. So, ich muss warten. Ich denke mal, hier bin ich im Schatten. Okay. Hier ist Schatten, das ist schon mal wunderbar. Der geht auch wieder zurück. So, der guckt gleich weg. Der sollte gleich weggucken, hoffe ich. So, und dann habe ich nämlich die Gelegenheit, ihn hier zu meucheln. Okay, ich bin im Schatten. Das ist schon mal ganz wichtig. Der ist ungesehen. Kann ich nämlich hier schnell lang. So, und jetzt müssen wir ihn beobachten. Er bleibt nicht lange so stehen. Und wie lange bleibt er aber da drüben stehen? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Fürs weitere Vorgehen. Der geht dort lang. Ich könnte natürlich mich dort hinterstellen. Dann dreht er sich in diese Richtung. Geht relativ zügig wieder zurück. Okay, das muss man sich merken. Er geht relativ zügig wieder zurück.
So, ich stelle mich mal vorsichtig hier hin. So. Okay. Jetzt muss es schnell gehen. Der steht so. Aber ich bin ja auch nicht sicher. Das ist das Problem. Ich glaube ja, dass er mich hier sehen könnte. Deswegen bleibe ich erstmal so. Und wenn ich dann sicher bin, dass er mich nicht sehen kann. So, er kommt jetzt hier lang. Okay. Drehe ich hier mal schnell ab. Er dreht sich weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir nämlich auch das schon mal. Ein Sammlerstück, ein weiteres. So. Ja, ich weiß, das könnte ich jetzt aufrufen. Das ist schön, da ich das jetzt aufrufen könnte. Hey, wie muss ich jetzt vorgehen? Hier gibt es doch bestimmt wieder irgendwelche feindlichen Einheiten. Naja, warum denn? Warum sollten da auch keine feindlichen Einheiten sein? Das ergäbe ja keinen Sinn. Ich bin im Schatten eigentlich. Okay, ich bin im Schatten, ja? Ich habe nicht nur einen Schatten, ich bin im Schatten. So. So, die Spannung ist kaum auszuhalten, sagst du? Ja, die ist gerade nervenzerreißend, sagen wir es mal so rum. Ja, Charakter. Erhöht die Trefferzahl, die du einstecken kannst. Ja, aber das... Ich will das Morphium eigentlich aufwerten, obwohl mir das wahrscheinlich gerade nichts bringt, das aufzuwerten. Und ich sehe gerade nichts. Okay. So, ich müsste jetzt nur sehen, wo jemand sich hier rumtreibt. Das ist halt das Allerwichtigste. Ich sehe nirgendwo jemanden, der dies tut. Ich kann hier erstmal wieder lang. Noch bin ich ja im Schatten. Das soll auch gerne so bleiben. So, erstmal hier lang. Okay. Hier drüben war da sonst auch immer jemand. Ach nee, der ist da nicht mehr. So. Hier ist also nichts. Hier ist nichts. Ganz und gar nichts. Also muss der da drüben irgendwo herumschlendern. Vermute ich zumindest, weil es ja hier nichts mehr gibt. Also. Passen wir mal auf. Achso, da läuft er ja schon. Da läuft er ja seine Runden. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück, damit ich sehe, wo genau er langschlendert. Und ich hoffe echt, dass der allein ist. So. Ja, mal sehen, ob da eine Ablösung kommt. Vielleicht kommt ja eine lebensnehmende Erlösung, aber das ist ja wieder was anderes. Ich sehe halt nicht, ob hier jemand steht, da drüben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass dort jemand rumsteht. Aus diesem Grund. Warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das ein und derselbe? Ist das ein und derselbe? Anscheinend. Also sollte hier kein weiterer sein. Ansonsten ist das halt sehr schmerzlich, die Erfahrung, wenn dort jemand ist. Ah gut, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. So, er dreht sich gleich wieder hoffentlich um. Genau, du drehst dich um. Dann schleiche ich einfach mal nach. Ich schleiche einfach mal hinterher. Gehe hier aber erstmal ins Gras. Um nicht in selbiges zu beißen. Okay, da bleibt er ein bisschen länger. Sehr schön. Und hier bin ich erstmal getarnt. Ja, bestens. Da haben wir doch alles richtig gemacht. Wenn der alleine... Was gefunden? Ja, im Keller habe ich geklaute Waffen gefunden. Das Pack muss zur Resistance gehören. Ist aber keiner mehr da. Habe ich mir gedacht. Aber die kriegen wir noch. Los, weiter. Verdammt, da ist ja doch noch ein zweiter. Wo ist der zweite? Der ist da hinten. Okay. In der Hoffnung, dass der zweite einfach mal da hinten bleibt. Und sich nicht umdreht. Aber nein, das werden wir jetzt untersuchen. Das werden wir jetzt ganz gekonnt untersuchen. So. Du drehst dich jetzt erstmal nicht um.
Der andere dreht sich sowieso nicht um. Ob das so klug ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Verdammt. Ich stehe hier nicht. Doch, stehe ich. Ja, toll. Wisst ihr, wo ich jetzt wieder bin? Leute, diese asozialen Speicherpunkte, die sind sowas von dämlich. Die Frage ist, sieht der jetzt mich? Verarsch mich nicht, zeig dich! Ja? Ich will ja nichts sagen, aber... Okay. Wie habe ich denn das vorhin geschafft? Wie habe ich das vorhin geschafft? Hier ist wahrlich niemand, so wie es aussieht. So, ansonsten sind die meisten... Oha. Eieiei. Oh oh, das kann gefährlich werden jetzt. Dir blase ich den Schädel weg. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich sag's dir, ich... Such nochmal. Dafür mache ich dich fertig. Ey, das ist doch ein Beschiss, sage ich euch. Das ist doch ein Beschiss, Leute. Okay. Ja, haben wir schon Zeitumstellung? Also zumindest... ja. Bei dem Part ist es kurz nach der Zeitumstellung. So, und jetzt wirst du erstmal wieder... Genau. Gedadadadadamäuchelt. So sieht es aus. Sammlerstück aufgegriffen, aufgesammelt, wie auch immer. Und dort drüben, da bringt es uns gar nichts, lang zu schleichen, da wir dort ja entdeckt werden. Warum auch immer. Ich sehe gerade wirklich 0, gar nichts hier. Jetzt habe ich nur das andere Problem. Ich muss hier im Schatten verweilen. Ich muss hier im Schatten verweilen. Eigentlich dürfte er mich hier hinter gar nichts sehen. Hinter dieser Kiste. Ah, hinten war ja noch ein zweiter. Die Frage ist halt, wie ich das Problemchen jetzt hier löse. Der andere, der guckt sich ja nicht wirklich um. Aber nochmal, der kommt hier hinter den, also hier beim Laster lang. So, und jetzt will ich wissen, wie lange bleibst du dort stehen? So, da könnte man sich erstmal anschleichen, wunderbar. Aber du bleibst halt nicht lange stehen. Das ist das Problem. Das ist das grundlegende Problem dabei. Na, jetzt gehen wir hier rüber zum Gras. So. Und dann sind wir da, wo wir vorhin auch schon mal waren. Ja. Das heißt, es abwarten. Was gefunden? Ja, im Keller habe ich geklaute Waffen gefunden. Das Pack muss zur Resistance gehören. Ist aber keiner mehr da. Habe ich mir gedacht. Aber die kriegen wir noch. Los, weiter. Ja, schön. Weiter. Ich könnte ihm eigentlich... Ich könnte ihm was tun. Da der da hinten ja anscheinend nicht irgendwas macht. Aber der Zeitraum ist so knapp bemessen. Das ist halt das andere Problem. Und dann muss ich mich nur mal umgucken, wie ich das ja am besten bewerkstellige. So, der andere, da muss ich mir ganz sicher sein. Okay, der andere, der wird wohl da bleiben. Aber hier, der, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wie wir das jetzt am besten bewerkstelligen. Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ich muss dem wahrscheinlich hinterher irgendwie. Aber er dreht halt zu schnell wieder um.
Das ist das ganz große Problem. Der dreht zu schnell um. Da komme ich ihm nicht hinterher. Da komme ich niemandem hinterher. Aber wenn er hier hingeht... Wenn er hier hingeht... Was macht er dann? Er dreht wahrscheinlich auch ganz schnell um, oder? So, wie schnell dreht er dort um? Nicht so schnell, aber ich muss wieder ins Gras. So, sonst beiß ich in selbiges. So. Ich muss es so probieren. Ich muss das ausnutzen, dass er da ganz kurz ist. Also, dass er da ganz kurz stehen bleibt. So, den Körper, den nehmen wir aber trotzdem mal lieber auf. Und räumen ihn woanders hin. So. Den schmeißen wir einfach mal hier ab. So. Und der andere, der guckt ja, wie gesagt, immer in diese Richtung. Deswegen sollte es kein Problem sein. Es sollte wahrlich kein Problem sein, hier noch irgendwas zu reißen. Also. Rüber hier. Du guckst immer in diese Richtung. Und das ändert sich hoffentlich niemals. Das ändert sich hoffentlich niemals, denn du wirst jetzt erfahren, wie es ist, gemeuchelt zu werden. So wie viele andere Kollegen. So. Habe ich jetzt erstmal alle Skillpunkte verteilt, die es zu verteilen gibt? Ja, habe ich. Deswegen muss es hier irgendwo reingehen. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Nehmen wir die zum Beispiel. Spähen wir durchs Schlüsselloch, ja. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier ein Medikit, welches wir nicht brauchen. So. Dann haben wir... Was haben wir hier noch? Dunkelheit nach unten hin. Ich sehe nur gerade nicht, ob hier jemand ist. Ich sehe nicht, ob hier etwas ist. Ich habe Angst, ein bisschen. Hier einfach lang zu schleichen. So, Medikit brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt hier unten? Spielstand wird gesichert. Okay, dann werden wir hier eine Waffenkammer haben. Gut, dann werde ich diesen Part an dieser Stelle beenden. Oh, der ist bei mir über 40 Minuten lang, aber bei euch wird er garantiert nicht so lang sein, weil ich nur das nehme... Also dann reinschneide, was auch wirklich funktioniert hat. Und ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part, in einem der letzten von Velvet Assassin, sieht man sich.